So, und da sind wir wieder bei Telots WWHD. Je. Und wir gehen jetzt den Bosskampf machen. Komme ich natürlich jetzt nicht dran. Ich muss warten, bis das Auge die Farbe ändert. Oder? Ja. Au. Alter, wie der mich jetzt nur noch trifft. Hör auf! Oh, wie ging das nochmal? Ich musste, glaube ich, noch höher. Ich musste hinten an den Schwanz da oben dran. Oder musste ich das erst später? Oder kann ich dem was ins Auge werfen? Nee. Wie ging's? Weil ins Auge treffen klappt nicht. Ah, da war was mit A. Ja, nicht das. Der Gegner vor deinen Augen ist ein ziemlicher Brocken. Doch gerade in solchen Situationen musst du die Fassung bewahren und dich genau umsehen. Aus einer Perspektive kann alles gleich anders aussehen. Also soll ich schon direkt an den Schweif oben dran. Machen wir das schon. Ich kann nicht sehen. Ich will da nicht runter. Dankeschön. Ja, machen wir das doch nochmal. Naja, hat geklappt. Da ist die Umsetzung, denke ich mal, nicht so schlimm. Er drückt das einfach wieder da oben hin. Ja, das hilft ja total, weißt du? Dann kann ich es nur noch mal machen. Lass mich da oben ran. Geh doch einfach mal kaputt. Leb halt einfach weiter. So, im Nahkampf kommst du nicht so gut voran. So, das war's. Easy.
ein Herzteil. Oder Herzcontainer. Yeah. Herzteile waren die kleineren Teile. Ich werde aber... Ich kann nicht dadurch. Schade. Da muss ich wohl durch die Mitte, weil ich wollte eigentlich noch in einen anderen Raum hier im Dungeon gucken. Den ich ja jetzt betreten konnte. Ich will nicht hier unten hin. Megati. Na, willst du nicht etwas sagen, Kobori? Gib mir all dein Geld. Midori hat mir alles erzählt. Und jetzt gebe ich dir Ravioli. Nein. Danke, es tut mir leid, dass ich dir, zu dir so gemein war. Ich erinnere mich nicht dran, ob ich eines Tages auch so mutig werde wie du, Megati. Ah, natürlich. Ich war Megati. Ach, nur wenn du rappen kannst. Megati, hier. Ich will, dass du sie bekommst, Megati. Wie oft wollen die noch Megati sagen? Und ich hoffe, dass ich bald den Mut haben werde, nicht mehr vor Herausforderungen wegzulaufen. Du hast Dins Diamant erhalten, ein göttliches Artefakt, das beim Volk der Orni von Generation zu Generation weitergegeben wird. Der ehrenwerte Valu möchte dir auch seinen Dank aussprechen, Megati. Aha. Nutze den Wind, die Kraft des Gottes des Windes weise. Was meint der ehrenwerte Valu nur damit? Gott des Windes. Meint er damit vielleicht den Gott des Schreins hinter dem Tunnel dort? Und außerdem hatte ich der ehrenwerte Valu Held genannt, Megati. In der Tat, für uns bist du wirklich ein Held. Ich werde mich auf den Weg zum großen Valu machen. Schließlich möchte ich auch endlich ein paar prächtiger Flügel bekommen. Warte, Komori. Nochmals vielen Dank, Megati. Ich hoffe, ich sehe dich bald wieder. Ja, ich muss auch nochmal da hoch. Nur wegen dem einen Raum. Ich glaube, da war nicht wirklich so was Tolles drin, aber ich will halt einfach nochmal gucken. Du bist nicht von hier, oder? Ja. Wie komme ich da bloß hinauf? So. Hier, so. Guck doch. Bist du blöd? Wie komme ich da bloß hinauf? Und ich stehe hier oben und gucke ihn dabei an. Bin eine gute Hilfe. Hier oben wollte ich auch noch mal hin, weil hier konnte man auch noch den Greifhaken benutzen. Und hier gab es, glaube ich, ein Minispiel, wofür man was bekommt, aber das wollte ich jetzt nicht machen. Kann man nämlich, glaube ich, auch Rubine verlieren. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall ist es mit Sortieren und so und das dauert ziemlich lang. Heul da oben nicht mehr rum, ich habe dir bereits geholfen. Nur für den roten Rubin da? Kann ich mir nicht vorstellen. Hier muss dann noch was anderes sein. Und auch ganz sicher nicht für die Aussicht. Das lohnt ja nicht mal.
Okay, gehen wir hier weiter. Man sollte meinen, dass die anderen Teile jetzt auch nachwachsen. So, auf geht's. Das ist, keine Ahnung, wieso jetzt nicht mehr so heiß. Aber hier sind halt einfach noch Gegner. So, danke dafür. Den anderen müssen wir auch noch beklauen. Per. Willst du mal Feuer in die Fresse bekommen? Wie es halt einfach gar nichts gibt dafür. So. Hier lang. Und dann hier rein. Dann rechts abbiegen. Habt ihr etwa gedacht, der Schleim wird mich kriegen? Niemals. Dieser alte Schleimer. Ja, eine Schatzkarte. Ich freue mich. Nicht wirklich. Okay, raus hier. Kann ich eigentlich durch den Bossraum schneller raus? Weil dadurch müsste ich ja eigentlich schneller raus können. Also könnte ich hier jetzt reinspringen und im Bossraum rauskommen? Also vorm Bossraum. Das ist nicht vom Bossraum. Das ist vom Bossraum. So. Wieder einfach nur Lava ist. Und jetzt? Ist ja keine Lava mehr. Ja. Ich habe tatsächlich nie probiert, mit dem Greifhaken was zu holen auf dem Meer. Deshalb weiß ich nicht mal, ob das funktioniert. Es hat ganz den Anschein, als hätte Ganon seine Heerscharen geschickt. Wenn das wirklich wahr ist, dann dürfen wir keine Zeit verschwenden. Wir müssen zum nächsten Dämon. Setze das Segel und nimm Kurs in Richtung Süden. Wir wollen aber gar nicht der Sonne hinterher. Ja, genau. Mut! Kraft, Weisheit, Link! Was steht da wirklich? Keine Ahnung, was der mir damit sagen will. Das ist irgendwie komisch. Natürlich weiß ich, was der mir damit sagen will, aber das macht irgendwie überhaupt keinen Sinn. Darf ich da denn jetzt mal aufsteigen? Das klappt halt einfach nicht. Ich kann nur mit ihm reden. Hey! Ja, aber ich hab den doch schon getroffen. Was soll denn das? Geh ich halt nochmal dahin. Ich will auch gleich mal die Flasche da lesen. Was steht denn da drauf? Hallo, Leute! Dir auch hallo, Perle.
Ich habe den Typen schon getroffen. Manchmal verstehe ich das Spiel überhaupt nicht. Ha? Lass mich doch einfach aufsteigen. Du willst Nordwind haben, okay. Aber wir wollten doch nach Süden. Was willst du denn mit Nordwind? Das macht keinen Sinn. Falsch rum. Das ist Nordwind. Statt der mich einfach drauf lässt. Ja, lass mich doch drauf. Wir haben Nordwind. Der geht nach Norden. Das ist ein Nordwind, weißt du? Was willst du, Südwind oder was? Hier, hier, hier. So habe ich nicht gemacht. Gehen wir jetzt nach Süden. Dann geh doch auch. Warum macht ihr den nicht nach unten? So, hier. Bis jetzt zufrieden, lass mich drauf. Jetzt sag bloß nicht wieder, dass ich nicht rumfahren kann. Haben wir hier irgendwo... irgendwas für eine Schatzkarte? Nicht so hastig, Jungchen. Ich habe zwar keinen Schimmer, wer dir diese Seekarte angedreht hat, aber außer dem großen weiten Meer ist da sonst fast nichts drauf eingezeichnet. Ja, was soll's denn bitte für eine Seekarte sein? Was denn? Wie denn? Da erzählt man dir freundlich was und du machst ein Gesicht, als hättest du den Klabautermann gesehen. Wie dem auch sei, ich verrate dir jetzt mal was Wissenswertes über diese Insel hier. Also falt mal geschwind deine Seekarte auf. Auf der Rückseite von Draconia, der Insel hier, befindet sich eine höchst verdächtige Höhle. Tja, nur zu dumm, dass du keine Flügel hast, denn ohne eine kleine Flugeinlage wirst du ja leider kaum hinkommen. Aber da kann man wohl nichts machen, also lass den Kopf nicht zu sehr hängen. Das wär's soweit von mir. Außerdem werde ich auch all meinen Kumpels bei den anderen Inseln Bescheid sagen. Wenn du also in der Nähe einer Insel einen Fischer rumspringen siehst, dann wirf ihm doch ein wenig Futter zu. Dann zeichnet er die Insel auf deiner Seekarte ein und verrät dir noch ein paar nützliche Informationen obendrein. Hey, roter Leue, damit wären wir quitt, viel Glück. Aber ich könnte tatsächlich so was bergen, okay. Wollte ich nur mal gesehen haben. Müssen wir da vorne hin? Ne, müssen wir nicht. Wir müssen viel, viel weiter hin. Das sieht voll interessant aus dahin. Ich will zum Vulkan. Ich glaube, das werde ich nicht überleben, wenn ich das tue. Und da hinten ist auch schon ein Fisch. Ich glaube, da sollten wir nicht reinfahren. Oder? Sieht jetzt nicht so aus, als könnten wir da einfach so dran. Ohne irgendwas. Dann gucke ich mal, was ich da oben finde. Also, erstmal schießen Leute auf mich. Schon mal Grund genug, den Leuten da oben mal eben zu zeigen, wer hier der Boss ist. Jetzt komme ich und jetzt mache ich euch kalt.
Nur ein Typ. Ist klar. Ab ins Meer mit dir. Ich guck auch gerade mal. Ach, wir haben 11 von diesen Glücksamuletten. Also wir brauchen noch 9 Stück. Und schon wieder Müll. Ab geht's. Die Wahrscheinlichkeit, dass er so schnell da rauskommt, nach so einem Sprung, sehr unwahrscheinlich. Aber das da hinten interessiert mich. Möchte ich eben vorher hin. Und da ist auch was zum Bergen, das machen wir doch. Auch wenn wir da vermutlich nur Rubine kriegen oder so. Hoffentlich kriegen wir keine Rubine. Machen wir das mal langsam. Ich mag das übrigens in der Nacht hier rumzufahren. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Hä, wie mache ich das denn dann? Ich komme ja nie genau dran. Es geht ja irgendwie nicht. Ah, geht doch. So, was ist das? Oh nein. So, ich will erstmal dort hinten hin, weil mir die Insel bekannt vorkommt. Ist noch zu früh für dich, hier mit dem Boot weiter vorzudringen. Du hast zunächst ein anderes Ziel, auf dem es Kurs zu nehmen geht. Ah. Oh, Drecksack. Lass mich doch entscheiden, wo ich hin will. Naja, das könnte noch eine lange Reise werden. Wenn ich gerade mal so auf die Karte gucke, da haben wir noch. Wir sind jetzt in einem Kästchen. Ja. Jetzt sind wir im nächsten Kästchen. Und wir müssen noch durch ein weiteres Kästchen und dann kommt das Kästchen, wo wir hin müssen. Ich hoffe, das habt ihr verstanden. Das ist einfacher zu verstehen, wenn ihr das Spiel überhaupt gespielt habt. Ich kann es ja leider nicht zeigen. Hier ist irgendwas. Ach, wahrscheinlich sind es halt einfach nur die Wirbelstürme, die hier böse Geräusche machen. Hey, das sind die Typen von letztens. Ich kann jetzt auch Sachen bergen. Jo, Junge. Bist du auch fleißig auf Schatzsuche? Willst du einen Schatz finden, sollst du erstmal auf deine Seekarte öffnen. Stimme dann die vergrößerte Inselkarte rechts auf die Insel
auf die Schatzkarte links ab und du siehst, wo der Schatz genau liegt. So weit, so gut. Natürlich willst du den Schatz auch haben und dazu folgst du der Karte, bis du sicher bist, genau über dem Schatz zu sein. Dann lässt du vom Boot aus deinen Greifhaken in die Tiefe. Wohl an, viel Glück. Es gibt allerdings nicht wenige, die finden einen Schatz nicht auf Anhieb und geben dann gleich auf. Ich hoffe aber, du zählst nicht zu dieser ungeduldigen Sorte. Wohl an, also dann. Ach, gib mir doch was. Dieser Ort sagt mir auch was. Da hinten ist schon wieder so ein Fisch und ich sollte zu dem Laden da hinten und mir Futter kaufen. Link Selfie. Okay. Ihr. So, kaufen wir uns eben Futter, geben dem Fisch da hinten was zu fressen und dann mache ich, glaube ich, auch für diese Folge aus. Ah, das gefällt mir gar nicht hier, das Wetter. So, die brauchen wir erstmal. Ja. Und davon will ich jetzt ein bisschen was haben. Nochmal. Und nochmal. Ich könnte sogar noch mehr mitnehmen. Naja. Wir müssen uns ja nicht voll machen damit. Hey Jungchen, ich weiß Bescheid über dich. Du hättest die Region hier gerne auf deiner Seekarte eingezeichnet und dazu noch eine Information, was? Na dann falte doch erstmal deine Seekarte auf. Jungchen, hast du ja eigentlich schon mal eine Vier gefangen? Es gibt nichts Besseres, wenn du mal von ein paar Monstern kalt erwischt wirst und kampfunfähig zu Boden gehst. Dank der Fee bist du dann nämlich wieder fein raus. Ja, nun, wie transportiert man so eine kleine Fee am besten? Das fragt sich bestimmt was. Ich habe gehört, in dem abgetakelten Kahn ein Stück südlich von hier soll es einen ziemlich praktischen Gegenstand für sowas geben. Vielleicht, siehst du dich da mal um. Ah, da sollten wir wirklich mal hin. Falls du Informationen noch einmal hören willst, musst du mir schon mal, Futter geben. Ein abgetakelter Kahn. Südlich. Also direkt hier weiter. Okay, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich speichere und schau.